Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallo, liebe Stammis. Ja, ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen an meiner Aussprache, an meiner Stimme. Es war kein einfacher Samstagabend und es ist auch sicherlich heute kein angenehmer Sonntagmorgen oder Sonntag allgemein als Fußballfan und sich dieses Debakel da gestern Abend angeguckt zu haben. 1-4 gegen die Japaner. Es ist nochmal schlimmer gewesen als bei der WM und es gibt natürlich viel zu besprechen und das mache ich heute. Natürlich mit dem Podcast-Papa, Florian Witte. Ich grüße. Grüß dich, Killi. Hallo, Stammis. Ich will gar nicht wissen, wie es unserem Bärchen André Albers ergangen sein muss. Der saß gestern im Zug auf dem Rückweg nach Berlin. Ob er da ein bisschen was sehen konnte, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dann geht es ihm vielleicht heute einfach für besser als uns beiden. Für seinen Blutdruck wäre es besser, ja. Ja, und komm, lass uns gleich reden, aber wir hören erstmal rein, würde ich sagen, in die Sprachnachricht von unserem Nati-Chef Christian Falk. Der hat auch mal so in 1,45 alles zusammengefasst, was ihn bewegt. WhatsApp ab. Hallo Kili, ich bin noch hier fassungslos im Stadion des VfB Wolfsburg. Gerade ist Hansi Flick unter mir direkt nach Abpfiff in die Kabine verschwunden. Wahrscheinlich ist er genauso fassungslos wie die Zuschauer hier, die ihn mit einem Pfeifkonzert und Buhrufen verabschiedet haben. Der DFB hat ihm 2 Endspiele gegen Japan und Frankreich zugestanden, um die WM-Schmach wirklich auszuwetzen. Und eins ist jetzt weg und das ist ganz klar ein ganz schlechtes Zeichen, wie sich diese Mannschaft hier präsentiert hat. Gegen Frankreich hat man das Gefühl, am Dienstag kann Hansi Flick jetzt nur noch ein Wunder retten. Die Mannschaft wirkte ideenlos, verunsichert, planlos. Auch die Variante mit den neuen Außenverteidigern ging schief. Kimmich hat seine Rolle gut gemacht, aber Schlotterbeck auf links, der Innenverteidiger, sollte stabilisieren und hat eigentlich die Mannschaft mit in diese Katastrophe gerissen. An die Gegentoren 1 und 2 komplett mit Schuld und auch ansonsten nicht gut ausgesehen. Also es wird einem wirklich Angst vor der Heim-EM und man verliert den Glauben daran, dass Hansi Flick das noch umbiegen kann. Momentan schaut so aus, als wenn er nicht bei der Heim-EM noch Bundestrainer sein könnte. Gegen Frankreich hat er eine letzte Chance zu beweisen, dass er es besser kann. Momentan fehlt einem nur der Glauben. Ja, auch Falki wirkt so ein bisschen ratlos, sprachlos, auch wenn er viele Worte gefunden hat. Er sagt, dass Hansi Flick jetzt gegen Frankreich eigentlich nur noch ein Wunder hilft und man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass er bei der Heim-EM auf der Bank sitzt. Wie geht's dir? Ja, ich bin auch ein bisschen schockiert. Wenn Falki fassungslos klingt, dann ist es kein gutes Zeichen. Und mir geht es ehrlicherweise ganz ähnlich. Ich habe noch gar keine Emotionen, um richtig wütend zu sein. Um es mal ein bisschen aufzulockern, Falki sprach von 2 Endspielen. Wenn wir jetzt nach der Europapokal-Arithmetik denken würden, dann könnte ihn noch ein Sieg mit 4 Toren Unterschied gegen Frankreich retten. Und ich glaube, ungefähr sowas müsste es auch sein, wenn überhaupt. Das gestern war so ein Tiefpunkt, man muss es ganz ehrlich sagen, in der Höhe auch absolut verdient. Und was mich besonders schockiert hat, Killi, war, dass danach unisono alle Stimmen, Flick, Kimmich, Gündogan, auch Völler, alle eigentlich das Gleiche gesagt haben im Kern, nämlich, naja, wir müssen uns damit abfinden, dass wir momentan nicht die Mittel haben, eine Mannschaft so zu bespielen. Das sagte zum Beispiel Gündogan. Und da ist doch wirklich, es ist Wahnsinn, Killi, dass wir nach einem Freundschaftsspiel gegen Japan hier sitzen und an so einem Tiefpunkt angekommen sind. Das hätte man früher, ja, das Freundschaftsspiel gegen Japan, das hätte man dann, wenn es schlecht lief, 2-1 gewonnen, wenn es gut lief, 4-1. Und jetzt verlieren wir 1-4. Und besonders dramatisch ist ja wirklich, dass wir vor dieser Heim-EM stehen. Ansonsten würde ich sagen, okay, temporäre Delle, was auch immer man da für Ausreden finden könnte, da droht ja das nächste Vorrunden aus. Ja, Fassungslosigkeit ist, glaube ich, das Wort, was uns allen so ein bisschen umtreibt gerade, dem allgemeinen deutschen Fußballfan. Und diese Worte von Ilkay Gündoğan, die haben mich dann wirklich auch schockiert, du hast es richtig gesagt. Er sagte, Zitat, spielerisch sind wir mit Mannschaften wie der heute nicht auf Augenhöhe. Ja, also verzeihen Sie mal bitte, Herr Gündoğan, das ist ja ein Armutszeugnis, ein Eingeständnis von nicht sportlicher Qualität. Ist die deutsche Nationalmannschaft wirklich schon auf dem Boden angekommen oder fallen wir jetzt noch tiefer?
Ja, also man muss ja inzwischen befürchten, dass man immer noch tiefer fällt. Ich fand Lothar Matthäus auch ganz spannend, der so ein bisschen sagte, irgendwas muss doch davor gefallen sein. Wie kann diese Mannschaft, die ja unbestritten, also die Einzelspieler spielen alle bei Topclubs oder die meisten bei Topclubs in Europa, verdienen unfassbar viel Geld. Also das kriegen sie ja auch nicht geschenkt, sondern das bekommen sie, weil sie diese Leistung bringen können. Aber sobald sie in diesem Nationaltrikot stecken, funktioniert das nicht mehr. Und es ist kein Vereinsfußball, wo man sagen könnte, man hat jetzt eine Transferperiode und man holt neue Spieler, denn eins hat Hansi Flick diesmal gemacht, was alle gefordert haben, er hat ja wirklich namhafte Leute nominiert, also so die bestmögliche Elf im Moment, den bestmöglichen Kader, und das hat trotzdem nicht funktioniert, und da hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, als jetzt ganz, ganz schnell den Trainer zu wechseln, weil vielleicht ist das ja wirklich das entscheidende Puzzlestück, eine Garantie ist es im Übrigen auch nicht. Nee, ist es überhaupt nicht, und ich glaube auch gar nicht mehr, dass es in allererster Linie an Hansi Flick liegt, sondern wenn du dir mal diese Mannschaft anguckst, da scheint es irgendwie zwischenmenschlich nicht so richtig zu stimmen. Also wenn ich mir dann nach 40 Minuten, da stand es 1-2 ansehe, wie Leroy Sané, der bis dahin der wirklich der beste Mann auf dem Platz war, dann Richtung Niklas Süle wütet und eine Armgeste macht und ein paar Sprüche rausklopft und Niklas Süle dann zurück, Joshua Kimmich irgendwie dazwischen. Es scheint vorne und hinten nicht zu passen mit den Charakteren, die da drinnen stecken. Es ist halt wirklich nur ein Haufen von angesammelten Superstars, die in ihren Vereinen wahnsinnig gute Leistung bringen, aber es irgendwie bei der Nationalmannschaft nicht auf die Platte bekommen. Und ich möchte mal so ein bisschen den Spielfilm mit dir durchgehen. Wir sehen die Aufstellung und es war alles eigentlich so, wie wir es auch berichtet hatten bei Bild die letzten Tage, anhand des Geheimtrainings bzw. dieses Tests gegen die deutsche U20, und Hansi Flick sagt vorm Spiel, er will jetzt, dass sich die Kernmannschaft einspielen kann. Naja, wenn das, was wir da gestern gesehen haben, die Kernmannschaft ist, da können wir uns abmelden von der EM. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war bodenlos. Kimmich rechts, Falki hat es gesagt, das war einigermaßen okay. Generell die rechte Seite war okay. Dann spielst du hinten links mit Schlotterbeck. Obwohl du einen Robin Gosens mit viel Auftrieb von Union Berlin bekommen hast in die Nationalmannschaft. Okay, der macht nachher den Fehler zum 3-1. Geschenkt. Aber eigentlich für mich Qualität muss dann Gosens drin stehen. Du lässt einen Leon Goretzka zu Hause, und wenn man ihm das dreimal auch vernünftig erklärt hat, der hat die ersten 2-3 Spiele richtig gut gespielt. Wir waren alle überrascht, dass Leimer nicht in der Startelf steht bei den Bayern. Wer spielt Emre Can, der im Formtief ist? Sorry, wo ist denn das Leistungsgefüge? Ich sehe es nicht mehr. So, und dann gehst du da irgendwie 0-1 in Rückstand, machst den Fehler auf der linken Seite, du machst es 1-1, 3-4 Minuten später kriegst du wieder das 2-1, läufst wieder nur hinterher. Und dann beginnt die zweite Halbzeit und wir rieben uns verwundert die Augen, Flo, weil ja bis zur 60., 65. überhaupt kein Torschuss. Also es kam ja keinerlei Reaktion, dass die Mannschaft sich nochmal irgendwie aufgebäumt hat. Ja, gar nicht. Ja, die ersten paar Minuten dachte ich eigentlich, das sah ganz gut aus. Da hatten wir ein bisschen Zugriff. Da dachte ich, ah, vernünftig. Und ansonsten gebe ich dir mit allem recht, Schlotterbeck, wie würdest du sagen, bodenlos. Das ist wirklich, ja. Also ihr wisst, ich bin eh kein Fan von ihm. Ich glaube nicht, dass er schon ein Spieler ist, der auf allerhöchstem internationalen Niveau bestehen kann. Jetzt hat man gesehen, er kann nicht mal gegen, mit Verlaub, Japan bestehen. Aber ich glaube, dass alles diese Sachen, auch Goretzka, da teile ich deine Meinung. Aber es steht ja momentan so schlimm um die deutsche Nationalmannschaft, dass, also du glaubst doch nicht, dass wenn er mit Gosens links gespielt hätte und Goretzka nominiert hätte, dass das anders gelaufen wäre. Das ist ja das Problem. Ne? Ja, aber das ist das ja das. Das wäre ein Luxusproblem, wenn man sagen würde, die 2-3 Sachen anders machen und dann läuft es besser. Flo, aber das ist der Ende des Rattenschwanz. Warum spielen denn nicht die Spieler, die aktuell die beste Form haben? Und das ist seit 3-4 Jahren immer wieder so. Experiment, Experiment, Experiment. Ja, wo hat es uns denn hingeführt? Wir haben ein einziges Spiel in 2023 gewonnen und wir haben 4 der letzten 17 Spiele gewonnen. Also, das ist doch nicht das deutsche, genau, obwohl sich die Experimente ja diesmal wirklich in Grenzen hielten. Das muss man ja sagen. Und das ist ja wirklich, ich habe das ja auch geglaubt bei den letzten Spielen. Aber Flo, wo haben sich denn die Experimente in Grenzen gehalten? Schlotterbeck hinten links und Kimmich stellt darauf Rechtsverteidiger. Okay, genau, eine Sache aber Kimmich auf Rechtsverteidiger, okay, haben wir ja immer gefordert. Also war ich ein großer Befürworter. Ist ja auch okay, aber ja, hinten links trotzdem. Hinten links, Gosens statt Schlotterbeck, und das da wäre dann kein Experiment gewesen. Da fallen gewesen. Drei Tore über die aber Seite. Aber nochmal, die Lage ist viel schlimmer als diese Detailentscheidung in der Aufstellung. Ja, es ist wirklich dramatisch und mir fehlt
fast auch wirklich der Glaube, dass das mit dem neuen Trainer besser wird. Und wir werden die nächsten Tage da noch viel zu diskutieren, welche möglichen Nachfolger es da gibt. Und ich bin sicher, Falki ist da auch schon ganz tief in der Recherche. Da werden wir viele Namen haben, über die wir diskutieren, Pro und Contra. Und ich hoffe nur, dass das den entscheidenden Impuls gibt. Um mal unser Gespräch so ein bisschen zu unterbrechen, uns auch zu entschleunigen. Ich habe viele Nachrichten auf unserem Stammplatztelefon erhalten und ich habe mal einen kleinen Querschnitt zusammengeschnitten und da hören wir jetzt auch einmal gemeinsam rein, wie eure Emotionen so rund um dieses Spiel waren. Das kann doch nicht sein. Das ist die nationale Elf, wo die Creme de la Creme der Bundesliga spielen sollte. Das ist beschämend. Egal ob Fünferkette, Viererkette, Zehnerkette, was auch immer, es wird sich nichts ändern. Maßlos enttäuschend, eine absolute Vollkatastrophe. Flick, nimm den Hut, es reicht. Es gibt keine Emotionen, was soll ich euch sagen? Ja, das ist ja eine Katastrophe. Und dafür sind die Ticketpreise immer so dermaßen hoch, dass man sich so einen Schrott angucken muss. Das ist eine einzige Katastrophe und bedarf einer völligen Neujustierung. Lassen wir das einfach mit der EM, losen wir das aus, wer unseren Platz bei dem Turnier annimmt und damit hat sich's. Ich verstehe es nicht. Also ich bin sprachlos. Unterirdisch ist gar kein Ausdruck mehr. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Können wir eigentlich so stehen lassen oder müssen wir jetzt nicht nochmal kommentieren? Trifft's auf den Punkt. Ja, da haben es die Stammis definitiv auf den Punkt gebracht mit allem, mit Fassungslosigkeit, mit Hoffnungslosigkeit. Mehr kann man da, glaube ich, im Moment gar nicht zu sagen, Killi. Ist alles noch sehr frisch. Ich habe es gerade gesehen, Rudi Völler hat nicht den Daumen gesenkt, aber er hat ein klares Bekenntnis zu Flick vermieden, hat gesagt, man muss jetzt erstmal alles sacken lassen, danach drüber schlafen und dann schauen. Also das geht alles schon so in die Richtung. Ich bin einfach gespannt. Wir werden die nächsten Tage genug zu diskutieren haben mit der Nationalmannschaft. André Albers wird morgen wieder zu hören sein. Ich bin gespannt, in welcher Verfassung der ist. Denn der ist immer noch mal emotional ganz anders geladen da als wir. Und vielleicht hat der eine Lösung im Gepäck. Ich möchte noch eine Sache zum Schluss dieser Episode sagen. Wir sehen ja gerade eine spektakuläre WM unserer deutschen Basketballer. Und wenn man diese Mannschaft gesehen hat, wie sie die USA niedergerungen haben, was eine absolute Sensation war, und die Jungs spielen heute Nachmittag um 14 Uhr. Ich rate euch allen, schaltet es ein, weil da bekommt ihr wirklich gute Gefühle gegen Serbien um WM-Gold. Also eine deutsche Basketballmannschaft um WM-Gold. Und diese deutsche Basketballmannschaft verkörpert für mich gerade ganz viel, was diese deutsche Fußballnationalmannschaft nicht hat und was Teilen unserer Gesellschaft leider auch fehlen. Die haben ein unfassbares Zusammengehörigkeitsgefühl über die letzten Wochen entwickelt. Da kämpft jeder für den anderen. Jeder freut sich mit dem anderen. Die haben Biss, Wille, Glaube an die eigene Stärke. Und das lässt unsere Fußballnationalmannschaft gerade so sehr vermissen. Und deswegen guckt da heute einfach mal hin, schaltet's ein. Ich kann's euch nur empfehlen bei Magenta und drückt den Jungs die Daumen, weil das ist momentan wirklich geiler Sport und der sollte uns allen vielleicht ein bisschen Auftrieb geben. Und eine Sache muss ich trotzdem noch zum Schluss machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade einer von euch gerne Geld ausgeben würde für ein Deutschland-Trikot. Da trifft sich ganz gut, dass wir bei Bild Plus exklusiv mit dem Versicherer Ergo 2024 Nationalmannschaftstrikots raushauen. Dafür müsst ihr einfach nur mal die folgende Webadresse eingeben, bild.de/Gewinnspiele. Teilnahmeschluss ist heute Abend um 23.59 Uhr, also wenn der Tag endet. Und die Gewinnspielfrage ist, gegen welche Mannschaft spielt die Nationalmannschaft am 12. September 2023 in Dortmund? Wir haben ja jetzt oft drüber gesprochen, ihr kennt die Antwort. Also wer doch noch Bock hat auf ein kostenloses Deutschland-Trikot und es zu gewinnen, es gibt ein paar, geht gerne auf die Website. Ich sag sie nochmal, bild.de/Gewinnspiele. Und dann würde ich sagen, Deckel drauf, Flo. Könnte Seltenheitswert haben, dieses Trikot. Das historisch schlechteste Trikot der historisch schlechtesten deutschen Nationalmannschaft. Und das Ganze kostenlos. Vielleicht ganz gut. Ja, nehmen wir es mit Humor. Ich sag auch, Deckel drauf. Wir hören uns die Tage. Da wird es genug zu besprechen geben. Und wenn es schon nicht rund läuft, dann ist es wenigstens spannend um die Nationalmannschaft, wie es denn jetzt weitergeht. Ich nehme es nicht mit Humor. Ciao, ciao, Leute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.